Danke der TGM für die Einladung zu dem Vortrag. Mein Name ist Roland Hörmann. Ich komme aus Wien, wo ich seit 2008 unter meinem Pseudonym Phospho, bitte den Beamer-Switch. Okay. Seit 2008 unter dem Pseudonym Phospho meine Schriften veröffentliche und das mit einer ungeplanten Regelmäßigkeit von einem Schriftrelease pro Jahr. Zu mehr schaffe ich es irgendwie nicht, aus dem Grund, weil meine Arbeit als Art Director die meiste Zeit beansprucht. Ich möchte Ihnen heute meine Schrift Luxusbrut vorstellen. Das ist eine verbundene Skriptschrift, die ich 2009 veröffentlicht habe. Und als die Einladung von der TGM kam, war das just zu einem Zeitpunkt, als ich gerade eine neue Schrift am Start hatte und ich habe mich wahnsinnig über die Einladung gefreut und wollte eigentlich antworten, schön, dass ihr mich einladet, ich komme ja gerne, aber würde gerne über meine neue Schrift reden und wieso wollt ihr die alte Luxusbrut hören? Aber dann dachte ich mir, das passt eh, passt schon, weil die Luxusbrut so einen schönen, netten Hintergrund, so einen Wien-Hintergrund hat, so einen Wien-Bezug. Und über diese Hintergrundgeschichte will ich euch jetzt gerne erzählen, wenn denn der Beamer funktioniert. Okay. Ah, ich sehe es schon. Ah ja. Die Geschichte ist diese. 2001 bin ich in eine Straße im Wiener im 9. Wiener Gemeindebezirk gezogen mit diesem Schild am Nachbarhaus. Und hier bin ich tagtäglich vorbeispaziert und habe den Wunsch gehegt, diese Schrift in Form einer digitalen Schrift zu revitalisieren. Mir war nur nicht klar, wie das mit diesen Verbindungen funktionieren soll, weil es irgendwie so aussieht, als würde jeder Buchstabe individuell auf seine Nachbarn reagieren. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung von OpenType. Und war der Meinung, mit TrueType und Fontographer, das war das Programm, mit dem ich bis dahin gearbeitet habe, lässt sich das nicht umsetzen. Also ist es vorerst bei der Idee geblieben und ich habe das in der Schublade verschwinden lassen wieder. Es gibt in Wien viele derartige Schilder. Und wer von Ihnen schon mal in Wien war, der weiß, dass es in manchen Gegenden und Straßenzügen schwer sein kann, dass man seinen Blick von den Fassaden löst und auf den Straßenverkehr richtet. Mir selbst ist es zum Verhängnis geworden, einmal als ich mit dem Rad ganz in der Nähe von diesem Haus unterwegs war und einen Stern gerissen habe und mir das Schlüsselbein zweimal gebrochen habe und eine Verplattung hatte und zwei Operationen und jede Menge Geschiss. Mit einem Wort, Wien ist ja eine sehr schöne Stadt für typografieinteressierte Menschen, aber es kann auch sehr gefährlich sein. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch eine bevorstehende Veröffentlichung vom August Dresbach Verlag ans Herz legen. Und zwar ist es die Wien-Ausgabe der Typotopographie-Serie, die, was man so hört, auch das Thema Stadttypografie behandeln wird und kommt im Herbst oder so raus. Was man in Wien auch fast an jedem Eck sieht, sind diese Luxus-Tags. Ich zeige das aus dem Grund, weil das auch einen Hintergrund hat mit der Namensfindung der Schrift. Ich wollte nämlich eine explizit Wiener Schrift machen und nachdem diese Tags jeder Wiener kennt und das auch eine Form der Fassadenkalligrafie ist, nämlich die der jungen Brut, war das eben maßgeblich auch für die Namensfindung und das ist der Grund, wieso die Brut dann Luxusbrut heißt. Es ist nämlich mittlerweile 2008, also 7 Jahre später, und ich habe in der Zwischenzeit von OpenType gehört und der Möglichkeit von kontextabhängigen Alternativglyphen. Und das war dann der Schlüssel dazu, dass ich die Idee wieder aus der Schublade geholt habe und mit der Arbeit an der Schrift begonnen habe. Das ganze Projekt hat für mich eher Learning by Doing Charakter gehabt, weil ich zu der Zeit noch keine Ahnung von FontLab hatte und nicht viel Ahnung, geschweige denn von der Programmierung von OpenType-Features. Sehr geholfen hat mir dabei die
die Schriftlabor-Workshops, die Rainer Scheichelbauer von der TGA in Wien veranstaltet, die habe ich ein paar Mal besucht und gemeinsam mit Selbstrecherche auf Internetforen bin ich dann dahinter gekommen, wie das halt funktioniert. Das war halt wirklich so ein Learning-by-Doing-Prozess. Ja, das erste war hinfahren, unverzerrt abfotografieren und isolieren und mir anhand dieses Ergebnisses dann anschauen und analysieren, was denn die Schrift so ausmacht. Das auffälligste Charakteristikum ist, dass die Versalglyphen unter die Grundlinie der Gemeinbuchstaben ragen. Das heißt, sie beanspruchen eigentlich eine zweite Grundlinie für sich. Die Neigung von 22 Grad ist für Skriptschriften an sich nichts Außergewöhnliches. Auffallend ist vielleicht nur, dass die Stämme beim B zum Beispiel sehr linear gehalten ist und sehr streng. Es könnte ja genauso weicher geformt sein, aber dadurch, dass es wirklich kerzengerade ist, erfährt die Schrift etwas sehr Konstruiertes und Formales eigentlich. Die Versalien, sieht man gleich, sind wahnsinnig dynamisch und kopflastig geformt, was auf die ohnehin schon niedrige X-Höhe drückt. Und auffallend auch die Formensprache der 50er, wobei ich nur mutmaßen kann, dass diese Tafel auch wirklich aus den 50er Jahren stammt, weil es die Buchbinderei schon lange nicht mehr gibt und ich nicht mehr in Erfahrung bringen konnte, wann das wirklich gemalt worden ist, das Schild. Gehen wir mal davon aus, es sind 40er bis 50er Jahre. Sehr charakteristisch ist zum Beispiel dieser Gegenbogen an der Stelle, wo die zwei Bögen vom B aneinander geraten. Das ist nicht etwa als Spitze oder als Schlaufe gestaltet, sondern als Gegenkurve. Und das ist schon sehr was Charakteristisches. Genauso wie diese netten Verbindungsstriche aus den Versalien raus zu den Gemeinen und überhaupt die Verbindungsstriche zwischen den Buchstaben und diese weite Laufweite, die die Schrift besitzt. In der Skizzenphase habe ich mich hauptsächlich mit den Versalien beschäftigt und habe versucht, diese gerade angesprochenen Charakteristika auf das gesamte Alphabet umzulegen. Dabei haben sich im Laufe der Skizzenarbeit eine Handvoll Schlüsselglyphen herausgeformt, die dann für die Ableitung des ganzen Alphabets maßgeblich waren. Hier sieht man die Stadien der Formfindung dieser Schlüsselglyphen. Hier habe ich versucht herauszufinden, wie man denn diese sehr starke Kopflastigkeit hinbekommt. Man lässt sich ganz gut erkennen an der Entwicklung vom F zum Beispiel oder auch beim M, das anfangs nur halbwegs schlapp da hängt und dann schon eine gewisse Dynamik nach rechts oben bekommen hat. Und ich wollte mir auch die Frage beantworten, wie man diesen Spagat schafft zwischen den eigentlich sehr strengen und linearen Stämmen und der flüssigen Weichheit, die diese Handschrift ausmacht. Hier habe ich befunden zum Beispiel, dass beim R man das am besten mithilfe einer Schlaufe lösen kann, weil man sowohl diese linearen Stämme als auch den Fluss der Handschrift erhalten kann. Zack, 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 zack. Das ist eine Übersicht darüber, wie sich letztendlich die Glyphen entwickelt haben und aus welchen Schlüsselglyphen sich das Alphabet abgeleitet hat. Sieht man zum Beispiel, dass diese Schlaufe beim R sich beim K, L und Z wiederfindet oder auch die Schlaufe vom H beim A wieder auftaucht. Es gibt aber auch so Querverbindungen in diesem Überblick, zum Beispiel die Unterlänge vom G basiert auf derselben Form wie die Unterlänge vom Y und so weiter. Die Skizzenphase habe ich aber keineswegs bis zum Exzess betrieben, sondern nur so lange, bis ich mit den Formen einverstanden war und befunden habe, das passt jetzt. Anhand dieses Beispiels sieht man zum Beispiel, was sich von der Skizze, das ist das Graue im Hintergrund, bis hin zur finalen Outline noch getan hat. Detailkorrekturen habe ich auch vorgenommen bei den Buchstaben, die in der Vorlage vorhanden waren. Und zu dieser Zeit habe ich Veronika Burian von Type Together bei einem Typo-Workshop in Wien kennengelernt, auf der grafischen. Und ich habe sie gefragt, ob sie nicht so nett wäre, mir Feedback zu geben auf diesen aktuellen Schriftentwurf. Und sie hat sich gerne bereit erklärt, hat zwar gesagt, ich bin keine Expertin in Skriptschriften, aber schick mal und ich schaue, was ich zu sagen habe. Das waren dann die Anmerkungen in diesem
farbig markierten Feldern oben. Das war beispielsweise beim Q. Das ist ein seltsames Q, ist nicht sehr erkennbar, versuche ein anderes Design. Und im Zuge der Vorbereitung für diesen Vortrag habe ich mir die alten Files nochmal angeschaut und habe dann bemerkt, dass ich eigentlich kaum einen Ratschlag der Frau Buren wahrgenommen, also mir zu Herzen genommen habe. Das Q ist letztendlich so geblieben, wie Sie es hier sehen. Auch sonst war ich viel zu stur und schon überzeugt, dass es schon so passt, als dass ich noch irgendwas hätte ändern wollen daran. Und jetzt mit 4 Jahren Abstand, wenn ich mir das so anschaue, dann gibt es sicher das eine oder andere Detail, das ich jetzt gerne anders lösen würde, aber im Großen und Ganzen passt es schon so, wie ich es damals gemacht habe. Bei den Gemeinbuchstaben war die Herausforderung weniger die Formfindung, weil ja ich hatte eine sehr reichhaltige Vorlage, die eigentlich kaum gestalterische Fragen offen gelassen hat. Die Herausforderung war hier mehr die Systematisierung der Verbindungen. Es beginnt ja ein Buchstabe in dem Punkt, in dem der letzte endet, und zwar auch im selben Winkel, sonst kommt es zu schwierigen Verkantungen. Das heißt, man hat in diesem System auch keine Möglichkeit des Kernings, und es muss, ich habe eigentlich ziemlich viel Zeit daran verwendet, dass die Formen dann wirklich so gestaltet waren und die Verbindungsstriche so lang waren, dass alle Abstände in allen Situationen immer gleichmäßig ausgesehen haben. Und dieses System hat sich eigentlich für den Großteil der Buchstaben durchziehen lassen. Das ist jetzt die Summe der Buchstaben, die in einer Klasse der Standardverbindungen zusammengefasst sind. Das sind die, die sich auf dieser Verbindungshöhe 1 treffen. Was passiert aber, wenn der darauffolgende Buchstabe eine Oberlänge hat? Es ist zwar noch lesbar, aber der charmante Duktus der Handschrift ist halt verloren gegangen. Das heißt, man muss eine Alternativglyphe anbieten, die sich auf die zweite Verbindungshöhe verbindet. Das ist die Klasse der Buchstaben, die B, F, H und K vorangehen. Eine dritte Klasse war dann noch notwendig, und zwar für die Verbindungen zu den Buchstaben mit Rundungen links. Das war irgendwie ein Diktat der Vorlage. Sie erinnern sich an die Buchbinderei Spart. Da kommt einfach dieses P und A vor und da geht das P so schön in das A über. Deswegen gibt es auch hierfür diese Alternativglyphe. Also nachdem sich jetzt jeder Buchstabe auf 3 verschiedene Höhen verbinden können muss, kann man sagen, es gibt von jedem Buchstaben 3 Ausprägungen. Die Standardverbindung, die Verbindung zu den Oberlängen und die Verbindungen zu den Kurven. Und nachdem das S am Ende mit dieser Schlaufe, die ins Nichts führt, auch nicht besonders elegant ausschaut, gibt es da noch Alternativen für die Endungen. Wirklich Sinn machen diese Varianten, Verbindungsvarianten, erst wenn man das Ganze in OpenType-Features zusammenführt, weil man will ja während man mit der Schrift arbeitet, sind nicht die Verbindung, die Varianten alle händisch zusammensuchen müssen, sondern das passiert unter Zuhilfenahme des Contextual Alternates Features. Das hier ist nur die Vorschau im FontLab, aber wenn man diese Features im Desktop Publishing Programm aktiviert, dann erzeugt es wunderbar flüssige Verbindungen. Ein Wort noch zu den Versalien und den Verbindungen aus den Versalien zu den Gemeinen. Das habe ich genauso als Contextual Alternate gelöst. Und auch die müssen sich natürlich auf alle 3 Höhen verbinden. Das gilt genauso für die diakritischen Zeichen der gängigsten west-, zentral- und südosteuropäischen Sprachen, die die Schrift unterstützt. Und auf diese Art ist die Schrift natürlich schnell auf 830 Glyphen angewachsen. Das ist der Umfang, wo ich dann letztendlich gelandet bin, dadurch, dass es so viele Alternativen gibt. Ein wichtiges Learning für mich bei dem Projekt war jedenfalls, dass OpenType-Features wirklich nur als Kosmetik eingesetzt werden sollen, weil meine Erfahrung zeigt, dass sicher 95% der Anwender diese Features gar nicht verwenden, weil sie ja defaultmäßig in den beispielsweise InDesign nicht aktiviert ist und der normale Anwender das gar nicht mitbekommt, dass es diese Features überhaupt gibt, auch wenn man es in dem Type-Specimen, das man den Usern zum Download mitgibt, wenn sie die Schrift kaufen, auch explizit drinnen steht, dass es sie gibt und wie sie funktionieren. Es ist einfach so, dass sie ganz selten verwendet werden.
Das bringt mir eigentlich auch schon zu den paar Anwendungen, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Hier sehen wir zwei Buchcovers, auf denen die Luxusbrut meiner Meinung nach ganz schön eingesetzt ist. Links, das ist ein Design von David Pearson, der für Penguin Books eine ganze Serie von schönen Covers gemacht hat. Und ich war sehr aufgeregt, als David Pearson die Schrift gekauft hat und habe dann das Cover gesehen und war eh sehr zufrieden und glücklich damit. Er hat die Schrift halt nur verzerrt, aber das habe ich ihm verziehen. Also das ist okay. Die meiner Meinung nach gelungenste Anwendung ist diese auf diesem Victoria's Secret Parfum. Das ist ein Produkt, das global vermarktet worden ist mit TV-Spots und POS-Aufstellern, Bibabo. Und es ist wirklich sehr gelungen. Das Einzige, was ich hier zu meckern habe, ist, dass sich der Konzern nur eine 5-User-Basis-Lizenz leisten hat können, was etwas dürftig ist für ein Produkt dieser Größenordnung. Ja, die Luxusbrut taucht sehr gerne und immer wieder in Gesellschaft schöner Frauen auf, wie auch hier auf den Covers des britischen Love Magazines. Das war auch eine Serie von 10 Covern, jeweils eine Kombination aus Luxusbraut und Luxusbrut. Allesamt wirklich schön anzuschauen. Weniger Händchen hatte hier die Artdirektorin der australischen Vogue. Es läuft ja die Luxusbrut zugegebenermaßen sehr weit, aber die Vogue hat sich gedacht, die läuft uns zu weit. Wir gehen im Indesign her und verändern einfach die Laufweite, was aber diesen sehr unangenehmen Effekt hat, dass die Verbindungen alle aufbrechen und die Schrift regelrecht malträtiert ist. Also man sieht es auch hier nochmal auf der Innenseite. Ja, da fehlen mir die Worte. diese Anwendung auf einem Café im neuen Terminal des Wiener Flughafens ist eigentlich mein Liebling, weil das die erste Anwendung ist, die nicht am Papier stattfindet, sondern in Form einer Leuchtschrift. Und besonders schön für mich ist hier zu sehen, dass die Luxusbrut als Schrift mit Wiener Ursprung nach der Reise über amerikanische Schriftplattformen letztendlich wieder in ihrer Heimatstadt gelandet ist, in Wien, und dazu noch in Form einer Fassadenbeschriftung. Also das ist eigentlich das Schönste, was ich mir als Schriftgestalter in dem Fall wünschen kann. Damit bin ich auch schon am Ende der Schriftvorstellung. Bedanke mich fürs Zuhören. Danke nochmal an die TGM für die Einladung. Und uns allen wünsche ich noch einen interessanten Abend. Danke. Applaus